Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier zu einer weiteren Ausgabe von The Chronicles of Myrtana Aholos. Ja, und ich glaube, ich wollte jetzt mit Karamon und hey, diesem Tim. Pablo übersetzen zur Ostküste, zur Ember Coast. Ruschaime. Und ja, warum auch immer jesteśmy das jetzt... Jesteśmy na miejscu. Niestety, tym razem naprawdę już nie wiem nic więcej. Może ci rybacy z pobliskiej osady będą coś wiedzieć. Kieruj się na zachód, a ja rozejrzę się wzdłuż brzegu. Wioska jest na wschód od nas. Powinieneś bez problemu do niej trafić. Mieszka tam zaledwie kilku rybaków, więc przepytanie ich wszystkich nie powinno stanowić problemu. Ja zostanę tutaj i przypilnuję tego faceta. Wolałbym, żeby nam nagle nie zwiał. Ja, ich verstehe zwar jetzt nicht ganz, wir sind von da drüben bis hierher gesegelt, warum wir jetzt den ganzen Tag dafür gebraucht haben, erschließt sich mir jetzt nicht, aber okay. Ich will jetzt aber nicht bei Nacht spielen, deshalb gehen wir jetzt einfach mal hier schlafen, wenn es hier eine Schlafgelegenheit gibt, damit ihr auch was seht. Das bringt ja sonst nichts, wenn wir jetzt hier in völliger Dunkelheit jetzt hier die Küste erkunden. Ich will ja auch was sehen. So. Okay, los geht er, Peter. So, wir haben da diese Seelurker wieder, die beiden stehen immer. Zum Leuchtturm werde ich auch nochmal schwimmen, denke ich mal. Naja, der Schaden ist okay. Ist natürlich sehr risikoreich, so zu spielen, muss man schon sagen. Niczego tu nie znajdę. Ich habe übrigens zwischen dieser und der letzten Folge mal im Discord von Chronicles of Myrtana nachgefragt. Und es gibt tatsächlich einen Lehrer in der Stadt, der Armbrust trainiert, aber nur gegen Bezahlung. Wer der allerdings ist, dieser Lehrer, konnte der User mir nicht sagen. Das war natürlich sehr schade. Aber ich werde natürlich in der Stadt dann nochmal bei Gelegenheit gucken, auch in diesem mittleren Viertel, wo ich noch gar nicht drin war, nach einem Armbrustlehrer, sobald wir hier fertig sind. Ich will die Küste jetzt erstmal ein bisschen abklären und gucken, wie es hier weitergeht. Und danach würde ich eh nochmal in die Stadt zurückgehen und ja, dann nochmal einen Blick reinwerfen. In der Kanalisation haben wir ja auch noch eine Menge zu erkunden, sage ich jetzt mal. Eine Menge Viecher, die wir plätten können. Vielleicht gehe ich dann von hier aus über die Kanalisation wieder in die Stadt. Mal gucken, lasse ich mich selbst noch überraschen. Boah, bitte nicht zwei von den Viechern. Einer, das reicht mir schon. So. Und dann schaue ich mal im oberen Viertel halt nochmal nach oder in diesen Special Viertel, wo man nur reinkommt, wenn man Bürger der Stadt ist. Ja, das kommt mir ja irgendwie alles bekannt vor. Wenn man ehrlich ist. Okay. Komm her. So. So, okay. Ja, ist ein bisschen anstrengend, aber hey, ich fühle mich schon stärker als noch vor 20 Folgen. Aber wer hätte es gedacht? Ich meine, der Progress ist nun mal da. Man will oder nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was ich jetzt hier machen soll. We've reached the Ember Coast. Karamon doesn't trust Pablo and is going to stay with him. Stay with him at the boat. Okay, also wir haben die Ember Coast erreicht und Karamon traute Pablo nicht, er bleibt bei ihm. So turns out that I will have to run around the and question people again. Also es läuft daraus hinaus, dass ich wiederum hergeziehe und die Leute befragen muss. This time it will be a small fishing settlement near the beach. Okay, ich muss die Leute hier nach diesem Schmugglerring ausfragen, offenbar. So wie ich das jetzt verstanden habe. So, die Feuerwarane da hinten. Die würde ich jetzt einfach mal Feuerwarane sein lassen, um ehrlich zu sein. Stattdessen kämpfe ich mich hier durch. Jetzt versuche ich mir hier einen Überblick zu verschaffen.
Oh, das ist mal ein willkommener Gegner. Ja, dlaczego nie ma. So, und Muscheln und so Zeugs muss ich hier unbedingt sammeln, denn ich brauche ja 8 Perlen für den Wassermagier in der Stadt. Eine kleine Ratte. Nur eine tote Ratte ist eine gute Ratte. Stronghold Wipes an dieser Stelle. Hier haben wir noch mehr Muscheln, die brauche ich alle. Diese Krabbenviecher da drüber, vor denen habe ich echt noch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Vor denen habe ich echt noch ein bisschen Angst. Warte mal, komme ich hier irgendwie hoch? So. Ach du Heilige, das macht mir ja gar keinen Schaden. Okay, das ist eine sehr pikante Situation gerade hier. Aber wenn das so ist, wie es jetzt ist, ist es okay für mich. Ich habe dir doch schon mal mehr Schaden gemacht irgendwann. Oder waren die immer schon so hart, schwer zu bekämpfen? Oder kritisch ich einfach gerade nicht? Kann natürlich auch sein. Okay, 240 XP. Was haben wir denn hier so ein bisschen? Fisch und Wein. Das ist fein, so soll es sein. Da ist da bestimmt noch was zu holen hier. Alter, was ist das für ein riesiger Raum ist hier? Okay, aber offenbar ist ja doch nichts zu looten. Oder ich habe es einfach nur nicht gesehen. Was um einiges wahrscheinlicher ist. Okay, da vorne ist noch so eine Krabbe. Okay, ich glaube, das wird eine kampflastige Folge wieder werden. Mit viel Laden und Sterben und Speichern und Heuli Heuli und so. Ihr wisst, wie es läuft. Ich glaube, das Spiel ist auch so aufgebaut, dass man Stück für Stück einfach zu jeder Location mal geführt wird. Hello there. Oh Gott, das dauert jetzt ewig. Hm? Ja, ich glaube, es wird eine Weile dauern. Manchmal weicht die bei jedem Schlag zurück, manchmal gar nicht, so wie jetzt. Die sind echt anstrengend zu bekämpfen, muss ich sagen. So. Ah, wir kriegen es hin. Und so viel Schaden habe ich gar nicht genommen, wie ich jetzt befürchtet hatte. Äpfel im Gebäck. Also ich kann mir wirklich nur sowas wie Apfelstreuselkuchen vorstellen. Das stelle ich mir lecker vor. Aber sonst Äpfel im Gebäck, darunter kann ich mir irgendwie überhaupt nichts vorstellen. Ach siehste, ich wollte doch mal Magie verwenden. Mal gucken, wie das funktioniert. Naja, die sind auch nicht wirklich anfällig gegen Magie. Komm, ich bin mit zwei Händen deutlich besser. Okay.
10 Minuten ist schon vorbei und wir haben nur gekämpft bisher. Auch nicht schlecht. Sind wir wenigstens bald ein Level up? Naja, da brauchen wir noch ein bisschen. Da brauchen wir noch ein bisschen, liebe Freunde. So, wir schauen uns mal hier um, ob wir hier irgendwie... Bevor ich jetzt ins Dorf gehe und dann die Leute befrage, schaue ich mich hier erstmal um. Oh nein. Zombie ist jetzt belastend. Gegen den habe ich nämlich gerade nichts. Also keinen Zauber oder so. Okay, dann lassen wir den Zombie einfach mal Zombie sein. Oh, das sieht interessant aus. Da ist eine Treppe in den Fels gehauen. Das gucke ich mir gleich mal genauer an. Okay, was haben wir hier? Ein kleines Versteck. Honig, Wasser und eine Pfanne. Okay. Aber leider keine weiteren Muscheln mehr hier, oder? Zumindest habe ich jetzt hier auch keine mehr gesichtet am Strand. Was haben wir denn hier? Da ist eine Höhle, ne? Oh ja, das sieht verdächtig aus. Das sieht hier verdächtig nach Schmuggleraktivitäten aus. Ah, da ist jemand drin. Bewaffnet. Ich hatte jetzt auch keine Möglichkeit, mit der Tür zu interagieren. Vielleicht muss ich dem Zombie irgendwie einen Schlüssel abnehmen, den er noch bei sich hat, um dann da reinzukommen. Wer weiß, wer weiß. Oh, eine Schatzkiste. Rechts, links, rechts. Äste, Fackel, Wasser, Eisen, Holz zum Waffenbau und Bogensehnenfaser. Belastend. Okay, damit kann ich erstmal nichts anfangen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ins Dorf zurück. Oder Siedlung, was auch immer. Ein Kaffee am Nachmittag weckt müde Lebensgeister. Das ist auch eine schöne Location hier, ne? So, es erinnert mich ein bisschen an die Ostsee hier, muss ich sagen, mit diesen Felsen. Rügen und so. So, jetzt sind wir hier im Dorf. Wer hat denn hier was zu melden? Wir quatschen erstmal Leute an, die einen Namen haben. Wir haben gelernt, dass die, die keinen Namen haben, meistens nichts zu melden haben. Aber ich... Ach so, gut, kann aber sein, dass wir jetzt alle fragen müssen. Was weißt du über die Schmuggler? Wiesz coś o przemytnikach? Nie wiem, o kim mowa. Zostaw mnie w spokoju. Warum sind alle so unfreundlich hier? Ich will einfach nur nett Leute... Hey. Dina Duncan! Ach so, das ist hier... Ah, der kann mich transportieren. Cool, was weißt du über Schmuggler? Wiesz coś o przemytnikach? A skąd mam o tym do cholery wiedzieć? Ach, die wissen alles. Die wissen alle etwas, bin ich mir so sicher. Das sind die Schmuggler wahrscheinlich. Was weißt du über Schmuggler? Wiesz coś o przemytnikach? Nic mi o tym nie wiadomo. Na gut, der hat jetzt wenigstens nicht so unfreundlich angehört. Was weißt du über Schmuggler? Wiesz coś o przemytnikach? Zostaw mnie. Nie znam nikogo takiego. Alle verdächtig. A niech to! Trzeba wiać! Was hat er jetzt gesagt? Jetzt habe ich es nicht lesen können. Nie masz dokąd uciec. Gadaj, co wiesz. Przemytnicy mają grotę na południowy wschód stąd. Zbierają tam wszystkie towary i często przysiadują większą grupą. Łatwo tam nie wyjdziecie. Wstawili wielkie dębowe drzwi, żeby nikt tam nie mieszkował. Kiedyś ich śledziłem, bo chciałem do nich dołączyć, no ale mnie wyśmiali. Nic więcej nie wiem. Nie zrobiłem nic złego. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. Okay, also er hat gerade bestätigt meinen Verdacht, dass die Tür, diese verdächtige Tür zu den Schmugglern gehört und dass er denen mal ausgeholfen hat und dass er sich denen anschließen wollte, die den aber nicht aufgenommen haben und dass er nichts Falsches gemacht hat, naja. Dobra, uciekaj stąd. Naprawdę zależy ci na torwaniu tych przemytników. Lorenzo musi wam naprawdę nieźle za to płacić, co? Ich mache es nicht wegen dem Geldes. Ich versuche, meinen entführten Bruder zu finden. Wir müssen dem ja nicht die Wahrheit sagen. Wir sagen einfach, wir machen das nicht wegen des Geldes.
Nie robię tego dla pieniędzy. Szukam pewnej osoby i podejrzewam, że przemytnicy mogą mieć coś wspólnego z jego porwaniem. Porwanie? To raczej nie jest robota nikogo z naszych. Za dużo z tym pracy. A gdyby kupiec zmienił zdanie, to ciężko komuś innemu opchnąć taki towar. Chociaż jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Jakiś czas temu siedziałem w karczmie Helgi z Finbarem i opijaliśmy udaną dostawę. Jak to zazwyczaj bywa, gdy tylko pojawiło się sporo alkoholu na stole, to zeszło się więcej ludzi. Dosiadł się do nas nasz stary znajomy Willem z kilkoma swoimi znajomymi. Gdy mieliśmy już wrócić na dół po kolejną kolejkę, podszedł do nas jakiś wielki typ. Mówię ci, facet był wielki jak góra. Nagle zrobiło się cicho, a on tylko kiwnął na jednego z kolegów Willema. Ten dopił swój rum i razem wyszli z karczmy. Próbowaliśmy jeszcze pytać Willema o to, kto to jest i o co chodziło, ale niezbyt chciał cokolwiek o tym mówić. Rzucił tylko tekstem, że ten jego kumpel zajmuje się znikaniem ludzi i zna wyspę jak nikt inny. Później już o to nie dopytywałem, bo to w sumie nie mój interes i wolałem przypadkiem nie urazić kogoś, kto wygląda jak troll z toporem. Może Willem mógłby powiedzieć ci coś więcej. Mieszka i pracuje na farmie Bermara. Potraktuj te informacje jako prezent z okazji naszej udanej współpracy. Okay. Also es gibt einen Typ auf Bermas Farm, der heißt Willem. Und der hat wohl mit einem sehr ungewöhnlichen Menschen zu tun gehabt, der groß wie ein Berg war. Und Finbar und Pablo hatten in Helgas Taverne was getrunken und die waren dort gewesen. Und eventuell könnte Finbar dieser dünne Kerl sein, von dem die Rede war bei der Entführung. Ich weiß es nicht, aber wir müssen diesen Willem ausfragen, der auf Bermas Farm ist. Zurück zu unserem Angebot. Wracając do naszej umowy. Wir sorgen dafür, dass die Gilde einen Platz für dich findet. Hier endet unsere Partnerschaft. Töten. Naja. Ich meine, er hat uns ja jetzt nicht in die Falle gelockt hierher. Das muss man ja wirklich fairerweise sagen und... Ja, okay, wir lassen ihn leben. Nieźle się spisałeś. Zadbamy o to, żeby gildia znalazła dla ciebie jakieś miejsce. Dzięki, chłopcze. Same dobre rzeczy wychodzą ze spotkania dwóch ludzi interesów. Będę się kręcił gdzieś w pobliżu waszego placu. Nie zapomnij wspomnieć Lorenzo, że pomogłem uratować życie jednemu z waszych. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Kto wie, czy ta decyzja jeszcze się na nas nie zemści. Tym razem trzeba do tego podejść na spokojnie. Dość już przelaliśmy dzisiaj krwi. Sprawdzimy, kto tam jest, będziemy obserwować sytuację, a dopiero później uderzymy. Słyszałem, że udało ci się zdobyć jakieś informacje na temat twojego brata. Jeśli chcesz, to możemy się rozdzielić. Sprawdzę to miejsce, a ty w tym czasie zdasz raport Lorenzo i zajmiesz się już swoimi poszukiwaniami. Okej. Okay. Dann fahre ich in die Stadt. Gut. Dzięki. W takim razie ruszam do miasta. Okay, Karamon hat jetzt vorgeschlagen, dass wir uns aufteilen. Er wird noch hier bleiben und ich werde in die Stadt gehen und Lorenzo Bericht erstatten und den Lehrer fürs Armbrustschießen suchen und beziehungsweise ich werde einen Besuch im oberen Viertel in Erwägung ziehen. Erstmal werde ich hier speichern, weil ich glaube, ich werde gleich sonst rausgeschmissen. Ich gehe jetzt aber mal über den offiziellen Weg in die Stadt. Ich weiß, ich hatte vorhin erzählt, so ich könnte auch über die Kanalisation nochmal gehen, aber andererseits, die Kanalisation würde mir jetzt nicht nochmal ein Level abbringen, sondern eher Probleme. Ich würde eher, oh, jetzt regt ihr das schon wieder, ich würde eher ich würde eher versuchen, über den normalen Weg nochmal reinzukommen, quasi, weil wir haben ja nicht umsonst die Dokumente von Albin erhalten damals. Und wir können uns hier aber nochmal in der Gegend kurz umgucken. Wo geht's denn da oben noch lang? Das sieht mir an einem sehr seltsamen Stonehenge aus. Erinnert mich ein bisschen an Dikorik, an die Mod.
Gothic 1 Mod. Ah, man kann sich auch her teleportieren, glaube ich. Sehr cool. Kann ich mich von hier aus nicht einfach in die Stadt teleportieren? Oh, da ist ein Feuer. Feuer bedeutet Menschen oder Orks. Eine Teleportrunde. So, das heißt, ich kann jetzt auch hierher kommen jederzeit. Umgedreht. Jetzt will ich aber wissen, was hier noch zu finden ist. Ah, Goblins. Okay. Ich weiß nicht, wie viele. Aber ja gut, Feuer kann auch Goblins bedeuten. Nicht nur Orks oder Menschen, ist logisch. Das ergibt schon irgendwie Sinn. Ja, visier halt alle an, nur nicht die, die du anvisieren sollst. Warum? Okay. Goblins haben meistens Gold dabei. Das ist sehr gut. Ich glaube, das ist hier keine Höhle im Konkreten, sondern halt eher nur ein Unterstand, wie es aussieht. Stell euch mal vor, Legolas hätte in Herr der Ringe keinen Bogen, sondern eine Armbrust gehabt. Der hätte so viele Moves gar nicht so cool machen können. Mit einer Armbrust stelle ich mir das irgendwie kompliziert vor. Geschwindigkeitstrank. Okay, sehr gut. Kleiner Blitz als Rune, aber den haben wir schon. Wo geht's jetzt theoretisch hier noch lang, wenn ich jetzt hier lang gehe? Ah, da komme ich quasi auch so zur Stadt. Das ist quasi der offizielle Weg sogar. Ja, komm, dann nehmen wir den doch einfach mal, warum nicht? Dann haben wir den auch mal erforscht hier. So, ich zoome mal ganz weit raus, um zu gucken, ob hier geiler Loot ist. Ich sehe aber nur Pflanzen. Nichts Besonderes. Ja, also was mir auf jeden Fall negativ an der Mod auffällt, ist der Regen. Also der Regen ist wirklich überdimensioniert, krass. Ich meine, dass es so alle 3-4 Tage mal regnet, ist ja okay. Aber nicht permanent, irgendwie jeden Tag einmal. Das finde ich echt nervig, muss ich sagen. Ah, hier wäre es lang gegangen. Hier bin ich, aus der Höhle bin ich rausgekommen quasi, als ich hier Richtung Stadt gekommen bin. Sehr interessant. Dann haben wir den Weg jetzt auch erschlossen hier quasi. Bevor wir jetzt zu Bremers Farm gehen, jetzt hier dem Weg folgen, gebe ich nochmal in die Stadt, wie gesagt. Ich muss zu Lorenzo Bericht erstatten und ich muss in dieses obere Viertel, also was heißt muss, aber ich möchte gerne in das obere Viertel und mich dann nochmal umgucken. Und ich kann ja jetzt, wie gesagt, den offiziellen Weg reingehen, ohne dass jetzt jemand was dagegen sagen kann. Das ist das Coole. Ah, das Tor ist jetzt auch offen. Na, ist klar. Nice. Interessant, die Wachen quatschen mich nicht mehr an. Sehr wild. So. Ah, hier wird im Dreck gegraben. Da hätte ich keinen Bock drauf, vor allem nicht bei dem Wetter. Kola, Kola, gdzie leżę? Przed siebie. Nie ma przejścia. Wieso kein Durchgang? Dlaczego nie? A masz przy sobie glejt? O jaki glejt ci chodzi? O glejt upoważniający do wejścia na Stare Miasto. Braucht man einen Pass, um die Altstadt zu betreten? Nie wiedziałem, że potrzebuję do tego glejtu. Myślisz, że przepuszczę byle kogo? W żadnym wypadku, kolego. Skąd zdobyć taki dokument? Musiałbyś posiadać dom w Starym Mieście lub dostać pozwolenie na wejście od kogoś z Rady Miejskiej. Śmiem twierdzić, że nie masz żadnej z tych rzeczy. Ich brauche ein Haus in der Altstadt oder ich brauche ein offizielles Dokument vom Stadtrat. Okay, gehen wir erstmal hier in die Kneipe rein. Hier war ich zum Beispiel noch gar nicht drin. Ah, ich mag diese Kerzenstände, die sind echt cool. Gärstand. Was ist das für ein Ort? Albo jesteś ślepcem, albo kiepski z ciebie żartownik. Jestem Gerstand, a to mój przybytek. Karczma pęknięta struna. Jeśli nie słyszałeś o tym miejscu, nie słyszałeś więc o niczym, co się dzieje w Archolos. Zbierają się tu wszyscy mieszkańcy, minstrele oraz dostojni podróżnicy. Okay. Und dann halt ein Gasthaus zur gebrochenen Schnur oder zur gerissenen Schnur. Pokaż mi swoje towary.
Was verkauft er denn? Der verkauft eine Menge Rezepte und eine Menge Essen. Die kosten alle nur 5 Goldstücke. Ich kaufe die alle. Wie viele? Alle. So. Ich will irgendwas verkaufen? Ich traue mich nicht zu verkaufen, ehrlich gesagt. Ich würde aber mal die ganzen Rezepte durchgehen. Bier und Brot. Also. Bierbrot. Das ist... Ich backe Bierbrot. Kennt ihr das aus Stronghold, wenn die, aus Stronghold 2, wenn die Bäcker besoffen sind? Ach, da steht in Klammern immer da, wenn ich das schon gelesen habe. Das ist ja cool. Rozumiem. So, wir lesen jetzt die ganzen Zutaten. Rozumiem. Die ganzen Rezepte. Rozumiem. Rozumiem. Das bringt ja, wenn ich die koche, die Sachen, dann bringt mir das alles Geld. Rozumiem. Okay. Kürbiskompott. Rozumiem. Zimt. Rozumiem. So, Fleischpastete. Rozumiem. Pikante Fleischpastete. Irgendein Fleisch, Schnitzeleier, also Eier, Mehl, Pepperoni, Salz. Boah, das klingt eigentlich lecker, ne? Vor allem mit Geflügel, ne? Kann ich mir schon gönnen. Okay, gut. Nettes Etablissement hier. Es wirkt ein bisschen, ich sag mal, annehmlich. Ein bisschen gehobener wirkt es hier alles. Mit einer Privatlounge hier oben, schon cool. Sehr cool gemacht. Aber wie komme ich denn jetzt in die Altstadt? Furek, wer bist du denn? Ach, der verkauft mir ja auch eine Karte, theoretisch. Okay, ich beklaue den einfach mal. Nie zapomnij też odwiedzić naszego straganu pomiędzy koszarami a starym miastem. Du, ich gehöre zu eurer Gilde. Okay, hier müsste ja auch das Badehaus irgendwo gewesen sein, wo ich diesen Kaff... Ja genau, hier ist das Badehaus, ne? Hier hatte ich den Kaff gefunden. Wie komme ich in die Altstadt rein? Ah, das scheint hier Volkers... Oh, wie cool das hier gemacht ist. So ein kleiner Bach und so mit so Wasserverläufen. Oh, das ist so geil gemacht. Ich liebe solche Details. Das hier muss Volkers Anwesen sein. A ty? Dokąd się wybierasz? Nikt tędy nie przejdzie. Okay, da komme ich offenbar nicht rein. Redlock. Nettes Haus. Ładny dom. Prawda? Trzeba przyznać, że pan Volker ma wspaniały gust. Mogę wejść do środka? To zależy. Jeśli Volker cię oczekuje, to zapraszam. Choć moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. Also ich komme nicht rein, solange Volker mich nicht erwartet. Wer ist denn eigentlich dieser Volker? Ich habe jetzt schon öfters seine Leute gesehen, aber habe noch nicht so richtig irgendwas von ihm gehört. Kim jest ten cały Volker? Dla ciebie pan Volker, młodziku. Naprawdę go nie znasz? Jestem nowy na Archolos. Nie poznałem jeszcze wszystkich w mieście. Każdego pewnie nie poznasz, ale Volkera znać powinieneś. Pan Volker to najbogatszy człowiek w mieście. To dzięki niemu handel i rzemiosło rozkwitają w naszym mieście. Jest członkiem Rady Miejskiej? Tak, jakby banda urzędasów robiła coś dobrego dla miasta. Nie, szanowny pan Volker udziela atrakcyjne pożyczki dla tych, którzy chcą rozwinąć swój biznes. O ile jest w tym jakiś potencjał. Okay, also der ist quasi der Bank- und Kredithai der Stadt, wenn man so möchte. Man kann von ihm Geld leihen, wenn man ein Geschäft aufbauen möchte. Deshalb ist er der reichste Mann der Stadt. Der hat ein, ich will das Zweihandschwert sehen, was er auf dem Rücken hat. Ich will das haben, glaube ich. A mogę ubiegać się o pożyczkę? Nie znam cię, chłopcze. A to znaczy, że nie możesz. Zresztą sam mówiłeś, że jesteś tu nowy. Nie mamy o czym rozmawiać. Okay. Also, der kennt mich nicht und es gibt doch nichts zu besprechen. Ah, Mann, ich würde gerne wissen, was du für ein Zweihandschwert hast. Boy, das sieht geil aus. Ich will's haben. Was ist das hier? Ein Turm? Okay. Oh, ah, eine Adanos-Statue. Ich dachte kurz eine Belia-Statue. Bernhard, hey. Wer bist du denn? Erstmal beklauen. Wie geht's dir? Co słychać? Coś za jeden. Nie znam cię. Zostaw mnie. Okay. Das ist wahrscheinlich der Gärtner vom Herrn Volker. Wenn man so will.
Volker ist an sich auch so, glaube ich, so ein bisschen so ein ausgestorbener Name, oder? Also ich kenne keinen einzigen Volker. Ich glaube, ich habe bisher in meinem ganzen Leben nur einmal mit einem Volker zu tun gehabt. Was war's dann halt auch schon wieder? Wow, okay, komm, die ganze Garde hier direkt. Sorry. Ach hier, der Typ, der, ich erinnere mich. Genau, der hat mir Kämpfen beigebracht, aber der bringt mir hier keinen... Der bringt mir keine Armbrust bei. Doch, der bringt Armbrust bei. Oh mein Gott, wie geil. Ja, mach mal natürlich. Zeig mal, wie ich mit der Armbrust schieße. So, jetzt müssten wir Armbrust 20, 25, 30. Jetzt haben wir noch 10 Lernpunkte, die baller ich da noch rein. Geil, Alter. Oh mein Gott, den Typ habe ich komplett vergessen. Gut, dass ich jetzt einen Armbrustlehrer gefunden habe. Jetzt haben wir 35% Armbrust. Hammerfett geil, Alter. Sehr nice. Als Tipp hatte ich nämlich noch in den Kommentaren bekommen, dass ich nochmal zu dieser Jägerin gehen soll, die am Marktplatz steht. Nirka, wer bist du denn? Kim jesteś? Nazywam się Nirka. Jestem myśliwym, ale coraz rzadziej chodzę na polowania. Lata już nie te. Ale jeśli chcesz kupić coś związanego z łowiectwem, to u nikogo nie znajdziesz lepszego stosunku ceny do jakości towaru niż u mnie. Okay, ja, so ein Jäger, der ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber er verkauft immer noch pokaż mi swoje towary. Seine Ware. Ach, die Armbrust der Ware, die habe ich schon selber. Brauche ich mir jetzt nicht nochmal kaufen. Ach, Schrauben heißt in dem Fall hier Bolzen. Okay. Übersetzung. Okay. Ja, ich weiß nicht, kauf dir mal das Rezept hier. Ich verkaufe dir diese die Rezepte und. Diagramm Ritter Klinge. Oh, zweihändig Klinge. Das klingt für mich nach Schwert. Das klingt für mich nach Zweihandschwert. Nie rozumiem. Ich brauche fortschrittlicher Schmied. Also, vielleicht lohnt sich das doch, auf Schmieden zu skillen. Vorausgesetzt, selbst geschmiedete Waffen sind besser als gekaufte. Wenn das der Fall sein sollte, dann werde ich auf jeden Fall auf Schmieden skillen. Das wäre super geil und super wichtig. Falls nicht... Hier, die hier sollte ich ursprünglich mal fragen, ob die mir vielleicht Armbrust beibringen sollte. Aber ich habe jetzt meinen Armbrustlehrer gefunden, das passt. Wenn sich Schmieden lohnen würde, in der Hinsicht, dass selbstgeschmiedete Waffen besser sind als gekaufte Waffen, dann würde ich auch auf Schmieden skillen. Definitiv. Das würde ich tun. Ach, guck mal, wer jetzt hier ist, der Pablo. Gut, gehen wir mal zu Lorenzo und erstatten den Bericht über die aktuelle Sachlage. Über diese Schmugglergilde, über Pablo und über den jetzigen Verlauf mit Bermas Farm. Schauen wir mal, was er dazu zu sagen hat. Lorenzo geht schlafen um 15.21 Uhr. Okay, Mittagsruhe anscheinend. Powernap oder so, keine Ahnung. Hey. Jeszcze nie doszły do mnie wieści odnośnie waszej aktywności w porcie. A to może znaczyć dwie rzeczy. Albo się obijałeś, albo naprawdę wziąłeś sobie do serca moje słowa. To jak? Udało ci się cokolwiek ustalić z Karamonem? Ja, Karamon und ich haben was gemacht, nämlich eine ganze Menge. Wir haben ein Schmuggellager in der Stadt gefunden. An der Bernsteinküste haben wir einen Schmugglerversteck entdeckt. Ich überredete einen der Schmuggler, die Seiten zu wechseln. Ja, wir fangen erstmal von vorne an. Wir haben ein Schmugglerlager in der Stadt gefunden. Znaleźliśmy magazyn przemytników w mieście. Niech zgadnę, te szczury ukrywały coś w slumsach. Tak, ich magazyn znajdował się przy wejściu od strony doków. Jak ma się rozumieć, wszyscy jego dotychczasowi bywalcy nie będą nam przeszkadzać w konfiskacie pozostawionych tam towarów. Also, der hat doch jetzt gerade gesagt, jetzt hindert uns ja niemand mehr, das Zeug dort zu beschlagnahmen, oder? Ich nicke einfach mal. Wyśmienicie, natychmiast tam kogoś wyślę. Podoba mi się twoja oszczędność w słowach, chłopcze. Jeśli czegoś nie powiesz, to nikt nie będzie mógł później się na to powołać. Okay, an der Bernsteinküste haben wir ein Schmugglerversteck entdeckt. Odkryliśmy kryjówkę przemytników na bursztynowym wybrzeżu. Mogłem się domyślić, że mają jakąś bazę przeszutową w pobliżu. Wszystkie duże statki zostały zarekwirowane, więc pewnie po prostu robią wiele kursów małymi łodziami. Ustaliliście coś więcej na temat tej kryjówki? Póki co nie.
Karamon został na warcie i przygląda się temu miejscu. Dobrze. Skieruję tam jednego z moich łowców, by go zastąpił. Karamon wird dort jetzt von dem Jäger ersetzt bei der Emberkaus quasi. Und ich überrede seinen Schmuggler, die Seite zu wechseln. Udało mi się przekonać jednego z przemytników do przejścia na naszą stronę. Pozwoliłeś któremuś z nich przeżyć? Czyżbyś już zapomniał, jakie były rozkazy? Właściwie, gdy się nad tym zastanowię, twoja niesubordynacja może okazać się bardzo pozytywna w skutkach. Kto wie, co uda nam się z niego wyciągnąć. Also, er hat jetzt gesagt, die Befehle waren doch eindeutig, jeden soll man töten. Andererseits könnte das ein Vorteil sein, meine Ungehorsamkeit. Vielleicht können wir noch Informationen aus denen raussuchen. Und das war eigentlich auch so mein Plan. Dokładnie o tym samym pomyślałem. Jeszcze będzie z ciebie ważna szycha w gildii. W przeciwieństwie do większości najemników masz więcej rozumu niż mięśni. Masz świadomość, że czasami, żeby wykonać zadanie dobrze, trzeba je wykonać niezgodnie z początkowymi założeniami. Widzisz, w gildii potrafimy docenić niestandardowe rozwiązania i improwizacje. Czego z pewnością nie można powiedzieć o staroświeckim Roderichu i jego straży. Czy to już wszystkie informacje, jakie udało ci się pozyskać? Tak. Podsumujmy. Udało wam się jedynie rozbić niewielką grupkę przemytników pracującą w samym mieście, jednocześnie alarmując pozostałych, którzy mogą być rozsiani po całej wyspie. Jednocześnie przemytnicy dalej posiadają własną bazę wypadową w pobliżu miasta, a póki nie wiemy o reszcie ich organizacji, to nie możemy sobie pozwolić na atak. Mógłbym tutaj ponarzekać, że nie udało wam się pozbyć ich wszystkich, ale jestem realistą. Wysyłając was na poszukiwania, nie liczyłem na wiele więcej niż jakiś niewielki trop czy poszlakę. Dobra robota, Marvin. To właśnie takimi małymi sukcesami wygrywa się wojny i dochodzi się do fortuny. Oto twoja nagroda. Ich glaube, er ist zufrieden mit mir. Wir haben sau viele Erfahrungspunkte bekommen und 200 Gold. Ich habe den Typen gehört, der die Leute verschwinden bringt. Ich habe von einem Typen gehört, der die Leute zum Verschwinden bringt. Was ist mit Jägern, die bei der Suche nach meinem Bruder helfen? Erstmal, ich habe von einem Typen gehört, der Leute zum Verschwinden bringt. Podczas śledztwa słyszałem o facecie zajmującym się znikaniem ludzi. Podobno zna go niejaki Willem. Niestety niewiele mogę ci pomóc w tej kwestii. Nie słyszałem nic o żadnym mężczyźnie od znikania ludzi. Nie miałem przyjemności widzieć się z Willemem od dłuższego czasu. Ale z tego, co mi wiadomo, pracuje aktualnie na farmie Bermana. Może od niego uda ci się dowiedzieć czegoś więcej. Okay, der kennt diesen Willem anscheinend sogar. Was ist mit den Jägern, die bei der Suche nach meinem Bruder helfen? Wspominałeś coś o łowcach, którzy pomogą w poszukiwaniach mojego brata. Pamiętam o tej obietnicy. Mógłbyś wypełnić dla mnie ten kwestionariusz? Są tam podstawowe informacje o poszukiwanej osobie, takie jak wiek, wzrost i wygląd. Bez tego równie dobrze moglibyśmy stanąć na murach i po prostu go wołać. Kiedy willst du Personenbeschreibung haben von mir? Doskonale. Przekażę go Garrosowi i jego chłopcom. Wird das jetzt an Garros und seine Boys geben? Alles klar. Wir haben in der Zwischenzeit eine neue Quest bekommen. Der kommt und geht. I was finally able to get a reasonable lead. Pablo mentioned the big guy involved. Also das war das, was wir schon rausgefunden haben. Das war das, was Pablo uns erzählt hat, dass wir auf Bermas Farm gehen müssen, um mit diesem Willem zu sprechen. I gave a report of the smugglers. Lorenzo has promised has gathered information on my brother about passion. Passed it on the hunters. Also gibt das jetzt quasi an die Jäger weiter. But I have no intention of waiting for the results of their work. Ich habe keine Lust zu warten, was die Resultate ihrer Arbeit bewirken. My only lead is Willem, staying at Bermas Farm. May I can get some information out of him about the man who disappears. People. Vielleicht kann ich aus diesem Willem Informationen rausziehen, der dafür verantwortlich ist, dass die Leute verschwinden. Okay. Ja, und wir sind jetzt mittlerweile ein besserer Armbrustschütze. Zum Glück. Ich bin sehr gespannt, wie wir das jetzt nutzen können. Als der Karamon wieder hier. Der wurde jetzt ersetzt da drüben. Ja, okay, wir können ihn jetzt aber nicht weiter nutzen. Als Companion oder so, alles klar. Soll mir recht sein, ich arbeite auch lieber alleine. Wo ist denn jetzt dieser... Ach, hier, guck mal, hier ist er jetzt, der Pablo. Er hat jetzt erstmal eine andere Klamotte bekommen. Gibt's was Neues? Co nowego? Ludzie, dla których pracuję, to znaczy pracowałem, to banda pamiętliwych sukinsynów. Głowę dam sobie uciąć, że nie dadzą mi tak po prostu odejść.
die lassen dich jetzt hier nicht weg, ist klar. Du bist auch noch nicht, du musst erstmal das Vertrauen der Leute hier erarbeiten, Mann. Ist klar. So, hier brauche ich noch den zweiten Ring des Südländers. Okay, mal erstmal Bier trinken für Mana-Bonus. Ja, und was machen wir denn jetzt? Also jetzt ist es ja so, wir haben jetzt zwei Quests, die uns aus der Stadt rausführen. Wobei, warte mal, ich will ehrlich gesagt nochmal versuchen, in die Altstadt zu kommen. Augen nach Westen. Ah ja, der Date, genau, das machen wir, wenn wir jetzt auf Bermas Farm gehen. Und wir müssen aber vorher Goldrausch machen, das mache ich zuerst. Also wir gehen, in der nächsten Folge versuche ich erstmal ins obere Viertel zu kommen. Wenn ich das nicht schaffe oder schaffe, je nachdem, werde ich zu 7 gehen, also zu Valerius Weinyard, um dort kurz Geld nochmal abzuholen. Und dann gehen wir Richtung 3 und auf dem Weg dorthin machen wir noch die Quest für Adelrad. Also wir haben noch eine Menge zu tun. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bleibt gesund, lasst gerne ein Abo da, folgt mir auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Macht's gut und ciao.